Wir sind heute hier in Magdeburg, weil wir heute als Telekom in Magdeburg eine ganze Reihe von Haushalten mit schnellem Internet zum ersten Mal versorgen. Und was wir hier genau machen, das erklärt mir mal der Ralf Schönfeld, der hier bei mir ist. Hallo Ralf. Hallo. Ralf, ihr habt in den letzten Monaten ganz schön viel hier in Magdeburg gearbeitet. Was genau habt ihr gemacht? Ja, das ist richtig. Wir haben in Magdeburg die Voraussetzungen geschaffen, dass wir schnelles Internet für Großteile der Bevölkerung zur Verfügung haben. Dazu haben wir ca. 160 von diesen Multifunktionsgehäusen, kurz MFG, aufgestellt. Ungefähr 200 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde verlegt, dazu noch einiges an Kupferkabeln umgebaut und in den Gehäusen natürlich die entsprechende Technik eingebaut. 160 hast du gesagt aufgebaut, ja, die sind ganz schön groß. Die sind ganz schön groß, richtig. Und manchmal gibt es auch Ärger, weil die so groß sind. Was macht ihr da? Das stimmt auch. Da gibt es seit kurzem eine Alternative für, die würde ich dir gerne zeigen. Okay, dann gehen wir die mal angucken. Ja, gerne. Also Ralf, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Das ist ein Kabelverzweiger, wie ich ihn tausendfach schon an jeder Ecke in Deutschland gesehen habe. Richtig, an diesem Kabelverzweiger ist nichts Besonderes. Den finden wir seit Jahrzehnten tausendfach in Deutschland. Der Clou steckt hier oben drinne. Und das würde ich dir jetzt gerne mal zeigen. Okay, machen wir mal auf. Das hier auch? Ja. Bis zu dem herkömmlichen Kabelverzweiger bringen wir unser Glasfaserkabel. Stromversorgung mit rein. Und hier befindet sich das Kupferkabel, was weitergeht zum Kunden, herkömmlich. Jetzt kommen wir zum Clou. Das Glasfaserkabel verbindet diesen Mini-Emsan, der macht die Umwandlung der Glasfasersignale auf das Kupferkabel. Wir kommen also an, gehen hier rein in dieses neue Gerät und gehen dann über Kupferkabel weiter zum Kunden. Und was ist der Vorteil davon? Warum machen wir das jetzt in diesem kleinen Gehäuse und nicht in einem großen wie üblich? Der Vorteil ist, ich brauche für dieses Gehäuse keine Standortgenehmigung, die Dinger stehen, ich muss nichts Neues aufbauen an der Stelle. Der einzige Nachteil, dieses Gerät ist für maximal 48 Kunden ausgelastet. Aber gerade in ländlichen Bereichen, im Stadtrand, rechnen wir es vorher aus. Und wo es möglich ist, setzen wir dieses Gerät dann ein. Okay, du sagst, ihr setzt das Gerät ein. Setzt ihr es jetzt schon ein? Ab wann setzt ihr es ein und wo setzt ihr es ein? Wir werden in einem Pilotprojekt diesen neuen Mini-Emsan ab Anfang 2016 in Sachsen-Anhalt an mehreren Standorten einsetzen.